Moin Moin und hallo, willkommen zu Game 2. Die Stammmoderatoren sind heute nicht da, also schmeiß ich jetzt mal den Laden. Und das sind die Themen. Call of Duty Black Ops Cold War, danach geht's mafiös weiter mit Yakuza Like a Dragon. Doch zunächst checken wir das Start-Line-Up der PlayStation 5, denn da gibt's einiges, was wir noch nicht besprochen haben. Viel Spaß! Hurra, hurra, die PS5 ist da! Alter, was geht denn hier ab? Guckt euch das mal an! Ja gut, der Launch der Konsole mag sehr suboptimal gelaufen sein. Dennoch hat das Spiele-Line-Up zum Start der neuen PlayStation-Generation einen Blick verdient. Im Speziellen soll es jetzt um die Games gehen, die zum Launch konsolenexklusiv für die PS5 und ihre Vorgängerin erschienen sind. Sämtliche Spielszenen stammen dabei aus den PlayStation 5-Versionen. Wir beginnen mit dem Looter-Slasher Godfall, der wahrscheinlich dasselbe Schicksal erleiden wird wie bereits zahlreiche Launch-Titel in der Vergangenheit. In ein paar Monaten hat ihn jeder vergessen. Wer bin ich? Weiß ich nicht. Klingt hart, aber das Problem fängt schon mit der Story an. Der König von Aperion wird von seinem jüngeren Bruder vom Thron gestürzt, da dieser nicht nur zum Herrscher, sondern gleich zum Gott werden will. Der gefallene König überlebt den Angriff und dürstet nach Rache. Ja, und jetzt metzeln wir uns durch die Schergen vom Bruderherz und führen zwischendurch etliche öde Gespräche mit unseren lahmen Verbündeten. Wirklich spannend wird's nicht mehr, aber es geht ja auch hauptsächlich ums Schnetzeln. Hick! Hack! Das funktioniert ziemlich gut. Ihr habt verschiedene Waffen, die sich auch angenehm unterschiedlich anfühlen. Könnt parieren, euren Schild werfen, gezielt gegnerische Panzerung brechen, eure Werte mit reichlich Ausrüstung anpassen oder Superangriffe abfeuern. Das Kampfsystem hält viele Möglichkeiten bereit, die auch gut umgesetzt sind. Das gilt allerdings nicht für das beworbene Hauptfeature, den legendären Rüstungen. Die sehen zwar unterschiedlich aus, spielerisch fühlen sich aber alle nahezu identisch an. Womit wir auch schon beim Hauptproblem von Godfall sind. Der Gameplay-Loop ist einfach zu repetitiv. Bei loot-basierten Spielen ist das oft normal, aber Spaß macht es auf Dauer wenig, sich immer wieder durch zwar optisch verschiedene, aber im Aufbau nahezu gleiche Welten zu prügeln. Die Level und auch die Missionen werden dazu noch ständig recycelt. Meistens latscht ihr stumpf Wegpunkten hinterher und zerkloppt den Boss am Ende. Zumindest, wenn die Markierungen nicht ständig stiften gehen würden. Außer haufenweise Gegner zum Zersäbeln gibt's nicht wirklich was zu entdecken. Auch wenn die Kämpfe Laune machen, fehlt es an Herausforderungen. Wenn ihr mal ins Gras beißt, startet ihr direkt da, wo ihr aufgehört habt, und der Gegner bleibt sogar noch verletzt. Klar, stumpfes Geprügel hat manchmal seinen Reiz und das Loot-System motiviert auch. Aber beim aktuellen Preis von 80 Euro sollte man sich den Kauf genau überlegen. Genug des Geschnetzels, jetzt ist es Zeit für zuckersüßen Hüpfspaß mit Sackboy A Big Adventure. Das friedliche Leben im beschaulichen Sackdorf wird abrupt vom garstigen Gaukler Vex gestört, der alle Sacklinge kidnappt, um die bunte Kreativwelt in eine karge Albtraumwelt zu verwandeln. Er bringt jede Menge Spaß, Aufregung, Schrecken, also nur das Allerbeste. Jetzt liegt es an unserem tapferen Strickjungen, die Welt im Alleingang zu retten. Die Geschichte gewinnt schon mal keinen Innovationspreis. Viel wichtiger ist aber eh das Gameplay. Das hat uns von Anfang an überzeugt und bügelt vor allem Schwächen der Vorgängerteile aus. Zum einen ist die Kamera fixiert, wodurch ihr stets den Überblick behaltet. Zum anderen lässt sich der kleine Sackjunge nun deutlich genauer steuern als bisher und die Palette an Aktionen wurde ebenfalls erweitert. Auch wenn die Inspiration einiger Mechaniken deutlich von einem gewissen italienischen Klempner stammt, sind sie doch ziemlich gut eingebaut und liefern ein wirklich rundes Ergebnis. Das Highlight vom neuen Sackboy-Abenteuer sind aber definitiv die Welten. Die liefern nicht nur höchst charmante Miniaturlevel mit viel Liebe zum Detail, sondern auch eine Menge Abwechslung. Mal müsst ihr kleine Basteltierchen einfangen, ein Level unter Zeitdruck bewältigen, Gegenstände wie ein Bumerang oder einen Gummiball nutzen, auf einer fahrenden Pappblock kämpfen und. Langweilig wird es auf jeden Fall selten. Zumal ihr euch zusätzlich noch auf die Jagd nach drolligen Kostümchen für euren Strickhelden begeben könnt. Außerdem ist das gesamte Abenteuer mit bis zu 3 weiteren Leuten spielbar. Allerdings funktioniert das vorerst nur lokal. Ein Online-Multiplayer soll Ende 2020 per Patch nachgereicht werden. Dann wird auch Crossplay zwischen PlayStation 4 und 5 möglich sein. Sackboy A Big Adventure ist wirklich ein feines Jump'n'Run mit wenigen Makeln. Trotzdem hätten wir uns etwas mehr Mut und Innovation gewünscht. Irgendwo hat man eben alles schon mal gesehen und das oft auch ein bisschen besser. Die neuen Funktionen des DualSense-Controllers werden zudem nur angekratzt, was ebenfalls schade ist.
Wer einen grundsoliden, seichten Plattformer sucht, ist mit dem charmanten Abenteuer unseres knuddeligen Sackjungen aber bestens bedient. Für alle Sparfüchse da draußen gibt's mit Astros Playroom noch eine weitere knuffige Hüpfalternative. Und die ist sogar kostenlos. Das auf jeder PS5 vorinstallierte Jump'n'Run ist zwar nur ein Showreel für die PS5 und den neuen DualSense Controller, aber das nur sollte in ganz fetten Anführungszeichen stehen. Hinter dem PlayStation-Werbespiel steckt ein überraschend gutes Jump'n'Run in einer liebevoll gestalteten Welt. Ihr spielt diesen drolligen Astrobot, der das Innenleben eurer PS5 ergründet. So schlagt ihr euch unter anderem durch das eisige Kühlsystem oder den elektrisierenden Speicher der Konsole. Die unterschiedlichen Level spielen dabei mit den vielen Möglichkeiten des neuen Controllers. So nutzt ihr die Bewegungssteuerung beim Hüpfen im Froschanzug, rangiert einen Ball über schmale Bahnen mit Hilfe des Touchpads oder pustet ins Mikrofon, um Wolken wegzublasen. Das sind ganz nette Spielereien. Wirklich beeindruckt hat uns dafür die Rumble-Funktion des DualSense. Die Vibrationen sind so genau, dass sie prasselnden Hagel, harten steinigen Untergrund oder die tapselnden Schritte unseres Roboters simulieren können. Dazu gibt es noch haufenweise Sammelkram und knuffige Easter Eggs aus der PlayStation-Historie. Für ein Gratisspiel also echt eine feine Sache. Und Spaß macht das Ganze auch noch. So viel Spaß, dass sich unsere Kollegen Kuro und Matthias tagelang allein mit den Speedrun-Challenges beschäftigt haben. Den Link dazu gibt's oben in der Infobox. Who's that Pokémon? It's Kuro! Das ist natürlich kein Pokémon, sondern ein Bugsnack. Also eine Mischung aus Insekt und, naja, einem Snack. Diese köstlichen Krabbeldinger sind die Stars von Bugsnacks, das sich aktuell alle PS5-Besitzer und Besitzerinnen mit PlayStation Plus-Abo kostenlos herunterladen können. Hinter dem Gratis-Deal steckt aber mehr als nur ein weiteres Witzspiel der Octodad-Entwickler. Ihr spielt einen Journalisten, der seltsame Vorkommnisse auf der Insel Schleckrum aufklären soll. Hier ist nicht nur die Bürgermeisterin des einzigen Dorfes Naschingen verschwunden, sondern es krabbeln auch noch überall die bereits erwähnten Bugsnacks herum. Die Bewohner der Insel sind ganz wild auf die Tierchen, denn nach dem Verzehr verwandeln sich ihre Körperteile in den eben verspeisten Snack. Köstlich. Köstlich. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Dorfbewohner wieder zu versammeln und die verschollene Chefin wiederzufinden. Da uns alle anscheinend nur helfen, wenn wir sie mit dem skurrilen Krabbelgetier füttern, heißt es jetzt: Komm und schnapp sie dir, Bugsnacks! Mit Pokémon lassen sich die ulkigen Dinger tatsächlich gut vergleichen. Auf der Insel verstecken sich über 100 verschiedene Bugsnacks, die alle von uns eingefangen werden wollen. Und wie die Taschenmonster brabbeln sie die ganze Zeit ihren Namen. Jede Art braucht dabei eine unterschiedliche Fangmethode. Manche lassen sich von Soßen wie Ranch Dressing oder Ketchup anlocken. Andere müssen eher durch das Zusammenspiel mit anderen Käfersnacks gefangen werden. Dabei motiviert nicht nur das Sammeln, sondern eben auch die kleinen Mini-Puzzle, um die Biester einzufangen. Ihr schaltet immer mehr Fallen und Werkzeuge frei, weshalb ihr teilweise auch gut ins Knobeln kommt. Auf der anderen Seite stehen die Geschichten der Dorfbewohner, die ihr mit der Zeit besser kennenlernt. So ulkig die Grumpusse auch aussehen, werden doch auch ernste Themen angesprochen, die den Bewohnern mehr Tiefe verleihen. Auch wenn die Story etwas vorhersehbar ist und es außerhalb der köstlichen Fauna wenig zu entdecken gibt, hatten wir definitiv eine gute Zeit auf der Insel Schleckrum und können es kaum erwarten, auch noch den letzten Bugsnack zu fangen und an unsere haarigen Freunde zu verfüttern. Zum Schluss müssen wir noch The Pathless erwähnen. Das Indie-Game von Abzu-Entwickler Giant Squid ist etwas ganz Besonderes. Es fängt die Magie von Spielen wie Journey, Breath of the Wild oder Shadow of the Colossus auf ganz eigene Art ein. Ihr spielt eine namenlose Jägerin, die sich auf die Reise begibt, den Fluch einer sterbenden Insel zu brechen. Dabei stehen aber keinesfalls Kämpfe im Vordergrund, sondern die freie Erkundung der wunderschönen Landschaft sowie das Lösen von Rätseln. Um euch fortzubewegen, müsst ihr herumschwebende Ziele mit eurem Bogen abschießen. Dadurch bekommt ihr einen kleinen Boost und eure Ausdauerleiste füllt sich wieder. Dabei ist lediglich das Timing relevant, denn manuell zielen müsst ihr nicht, wodurch es trotz der hohen Geschwindigkeit nie hektisch wird. So entsteht ein einzigartiger Flow, der uns schnell in seinen Bann gezogen hat. Euch steht zudem noch euer Adler zur Seite. Mit eurem gefiederten Freund könnt ihr nicht nur fliegen und gleiten, sondern er hilft auch bei den zahlreichen Rätseln. Die Knobelaufgaben bieten eine angenehme Mischung aus Geschick und Grübeln und fügen sich vor allem auf natürliche Weise in die Erkundung der Insel ein. Egal wohin euch euer selbstgewählter Pfad führt, finden sich spannende Orte, versteckte Orbs für euren Greifvogel oder wichtige Artefakte.
Letztere benötigt ihr, um verfluchte Türme zu reinigen und damit die jeweilige rasende Gottheit zu heilen. Vorher kommt es aber noch zu rasanten Verfolgungsjagden und schließlich auch zu packenden Bosskämpfen gegen die brennenden Bestien. Das Spielprinzip gefällt sicher nicht jedem, aber wir konnten uns der mythischen, wunderschönen Welt und dem einzigartigen Spielfluss von The Pathless nur schwer entziehen. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ich streichle jetzt in Ruhe meinen treuen Adler. Ja, fein. Der Call of Duty-Reihe konnte man schon öfter vorwerfen, dass sie sich ziemlich ausgelutschter Kriegsszenarien bedient. Doch diesmal nicht. Denn jetzt findet die Ballerei in den 80ern statt und hat sich den Kalten Krieg zwischen USA und der Sowjetunion zum Thema gemacht. Ziemlich fresh, wie ich finde, aber was weiß ich, viel wichtiger ist doch, was unser Experte Schröck zu Call of Duty Black Ops Cold War sagt. Ja, du mich auch. Scheiß auf mich? Scheiß auf dich? Scheiß auf dich und diesen Multiplayer und alles, was da nervt. Scheiß auf die Spawncampe, die nur zum anderen Ende der Map rennen, um dich beim Wiedereinstieg zu killen. Und scheiß auch auf das System, das schon wieder zu viele Spieler an den immer gleichen Stellen einsteigen lässt. Als hätte es bei Black Ops 4 dieses Problem nicht gegeben. Scheiß auf Maps wie Garrison oder Checkmate, die das Basecampen begünstigen. Rechtecke mit drei Wegen, auf denen die Bescheuerten so oft runterbrettern, bis man selbst nur noch so spielt. Und scheiß auf die kleine Version von Armada. Schon wieder ein Black Ops-Schiff, bei dem man nur an den richtigen Stellen warten muss und wegpflücken kann. Scheiß auf die skillbasierten Spiele, in denen du glatt rasiert wirst, weil deine Hobbyzocker-Zeigefinger nicht antrainiert genug sind. Mit Spielern, die sich gegenseitig auf ihre KDs einen abkauen und mit ihren Waffen aufsetzen und Skins rumwedeln. Eine Siegesserie über drei? Bisher unmöglich. Und scheiß dabei gleich auch auf die MP5. War wieder zu mächtig, musste schon wieder nachjustiert werden. Schon vier Black Ops-Teile am Start und noch zu wenig dazugelernt. Scheiß auch auf die geringe Waffenanzahl oder dass du erstmal mehr Waffenklassen als Sturmgewehre oder MPs freischaltest. Und dass du eine gefühlte Ewigkeit brauchst, um alle Aufsätze zu erballern. Apropos zu wenig. Scheiß auf die geringe Anzahl an Maps, von denen man den Großteil schon aus der Beta kennt. 8 Karten für 6 gegen 6 Spiele? Ein Witz. Und dann wirken einige noch nicht mal für jeden Modus geeignet. Miami ist zum Beispiel viel zu groß für Search and Destroy. What the fuck are we doing in Miami? Ach ja, und scheiß drauf, dass schon wieder so wenig Modi auf Hardcore verfügbar sind. 5 Stück am Arsch. Als hätte Modern Warfare letztes Jahr nicht gezeigt, wie es geht. Und scheiß auf Search and Destroy, das zum Team Perma-Deathmatch geworden ist. Es geht nur noch ums Abknallen. Keiner will mehr die Bombe legen. Warum auch? Der Sprachchat ist ja permanent an, um zu erfahren, wo der Gegner ist. Und ja, scheiß auf die Performance, die ich selbst zum Herrscher meiner Gefühlswelt ernannt habe. Diese stürzt dich voll in die Action-Imitation, die es zum reinen Glücksspiel macht, ob ich an der Lobby mit meinen Xbox-Freunden beitreten kann oder nicht. Die mich mit ihren Verbindungsabbrüchen genauso aufregt wie mit dem abgehackten Dosen-Sound im Sprachchat. Scheiß dann auch auf die Grafikbugs, die garantiert noch poliert werden. Dass die Sichtbarkeit von Gegnern alles andere als optimal ist. Und scheiß auf die ruckeligen Animationen, wegen denen man plötzlich tot ist und sich wieder aufregt. Ach, leck mich doch am Arsch. Mission abgebrochen. Scheiß auf die Punkteserien, die jetzt kaum noch Spannung besitzen. Was soll ich zittern, wenn die Punkte nach dem Tod erhalten bleiben und ich meinen Helikopter sowieso kriege? Und wo wir schon dabei sind. Scheiß auch auf die geilen Scorestreaks wie das Gunship oder den VTOL, die du selbst steuerst. Oder wie die Sentry Gun, die auf feindliche Abschussserien angreift. Geht eh viel zu schnell kaputt, das Ding. Scheiß auf das deutlich stärkere Run-and-Gun-Gefühl, das die Spiele wieder schneller macht, das zum Mitspielen auffordert und nicht nur zum Kills sammeln. Scheiß auf das Klassensystem, das besser ausbalanciert ist als das Belohnungssystem und zum Ausprobieren motiviert. Scheiß drauf, dass Maps wie Satellite mit seinem Wüstenabschnitt oder das buschig unübersichtliche Kartell eigentlich ganz geil sind. Und scheiß nochmal auf Armada, die mit ihren Ziplines und Booten im 12 gegen 12 Modus Combined Arms deutlich mehr Spaß macht. Scheiß auf das Trefferfeedback, das sich so wuchtig anhört wie anfühlt. Scheiß drauf, dass das Waffengefühl jetzt etwas gröber und langsamer ist.
Schnelle Sniper-Abschüsse halten sich zumindest bisher in Grenzen. Ach, und scheiß drauf auf die herrlich starke M16, mit der du so hart abräumst, dass dich jeder Gegner ins Kerosinfeuer der Hölle wünscht. Scheiß auf den ganzen Multiplayer und auf seinen Inhalt. Von den schicken, neonfarbenen Straßen Miamis bis hin zum Prestige-Level, das nicht mehr zelebriert wird. Vom soliden VIP-Modus, bei dem man ein Teammitglied beschützen muss, bis hin zum chaotischen Dirty Bomb, bei dem mehrere Viererteams auf einer großen Karte Uran sammeln und entsprechende Bomben zünden müssen. Scheiß drauf, dass du jeden noch so kleinen Scheiß einstellen kannst. Sogar das Sichtfeld sieht auf 120e aus wie ein LSD-Trip. Scheiß auf Nuketown 84, das jetzt schnell nachgeliefert wurde. Ist ja nur eine der beliebtesten Maps ever. Die muss nicht von Anfang an dabei sein. Scheiß dann auch gleich auf die Pandemie. Gab ja nicht genug Spieler, die kein Problem mit einer Verschiebung gehabt hätten. Und scheiß auch auf diese Anfütterungstaktik, die nach und nach alles ausbessert und auffüllt. Ich kann nur das bewerten, was da ist, nicht was noch kommt. Soll doch alles im Serverfeuer aufgehen. Nein, ich scheiß auf dich, Daniel Schrückert. Du weißt das alles und du spielst trotzdem weiter, du dämlicher Fanboy. Scheiß auf mich. Ich werde weiterspielen. Trotz aller Anfangsmacken, die sich in den Vorgängern besser ausgeglichen haben. Trotz des geringeren Umfangs, der am Frust beteiligt ist. Trotz Verzicht auf Modern Warfare-Neuerungen wie das Auflegen von Waffen. Das Tempo, das reduzierte Gameplay, die Inhalte und Patches, die noch kommen. Das alles hält mich so sicher auf Kurs wie ein Flugzeugträger. Herr Zeus, die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Sie haben eine wichtige Aufgabe. Unsere Art zu leben vor großem Unheil zu bewahren. Die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. In nur wenigen Stunden kann Perseus Atombomben in allen Großstädten Europas zünden. Wir werden tun, was nötig ist. Und diese Mission ist gut. Zu gut. Und natürlich kurz. Nach spätestens 6 Stunden inklusive 2 Nebenmissionen ist die Welt gerettet. Oder vielleicht am Arsch? Millionen Menschen werden sterben. Und man wird den USA die Schuld geben. Hauptfigur Bell kann nämlich kleinere Entscheidungen treffen, die unterschiedliche Storys erzeugen. Das ist so vielfältig überraschend. Weil es so klar erzählt wird wie noch nie. Weil es mir so viel Lust auf weitere Einsätze macht. Weil es so wenig Call of Duty ist. Der Mist frisst dir deine Hirnzellen weg. Wo der Multiplayer puristisch bleibt, geht die Kampagne neue Wege. Weg von der typischen Bombastballerbude hin zum Spionage-Thriller über heißere und kalte Kriege. Beweise entschlüsseln, Doppelagenten in den Schatten von Ost-Berlin jagen, Gespräche führen, den KGB infiltrieren, das alles bringt Ruhe und Spannung rein. Und macht die Action genussvoller. Egal ob Kuba gestürmt, Flugzeuge verfolgt oder noch einmal Vietnam mit diversen Waffen bearbeitet wird. Soll ich etwas über meine Zeit in Vietnam erzählen? Doch spätestens Vietnam zeigt dann auch die Probleme auf. Mit Vietcong und Sowjets werden wieder alte Feindbilder beschworen. Begleitet von Ex-Präsident Reagan, der streitbare Werte predigt und Kriegsverbrechen absegnet. Gentlemen, beschützen Sie unsere Art zu leben. Unterfüttert von realen Daten und Bildern, die es wieder ernster machen als notwendig. Erzählt über eine Figur, die so stumm wie austauschbar bleiben muss. Kein beschissenes Wort, Bell. So bleibt ein Gefühl, dass mehr drin gewesen wäre. Mehr Komplexität für die Entscheidung, mehr Profil für Bell, mehr Mut zum Positionswechsel, mehr Zeit für einen Singleplayer, der gut aussieht und noch besser klingt, der sich was traut, den Krawall entschlackt, sein Setting dennoch gelungen ausreizt, der der Beste seit dem ersten Black Ops ist. Sims, hol die Trage. Keine halben Sachen mehr. Wir spritzen das jetzt intrazerebral. Injektionen ins Hirn könnten Krämpfe verursachen. Oder schlimmer, schlimmer, schlimmer. Sam, was hast du getan? Ist das Paket angekommen? Schau's an. Schau's dir an. Was ist das Krankes? Die Maschine. Requiem, wir haben die Landezone erreicht. Zombies töten. Am besten zu viert.
war nie richtig mein Ding. In Cold War ist es die Macht. Obwohl es nur eine Karte und keinen Couch-Koop gibt. Sie hieß früher mal Nacht der Untoten. Jetzt heißt sie die Maschine. Sie bietet neue Bereiche, neue Aufgaben, viele Easter Eggs und noch mehr Fleischfresser. Sie alle zu überleben ist fordernd, entfaltet sich aber verständlicher als in den Vorgängern und verlangt ein gutes Team, am besten 4 Freunde, die jetzt nicht nur ihre Waffen aufpowern, sondern auch welche basteln können. Aber Energydrinks saufen, nicht vergessen. Und erstmals kann man sich evakuieren lassen. Das ist ein herrlicher Ritt durch die Left 4 Dead-Erinnerung. Und die Hölle. Ich muss wirklich zugeben, diese schnelle Erholung überrascht mich. Wir haben alles versucht. Normale Verhörmethoden waren wirkungslos. Den Willen eines Subjekts zu brechen und das Gedächtnis zu löschen, ist schwierig und schmerzhaft. Das ist ein recht kleiner Preis. Das CIA-Programm zur Gedankenkontrolle war mit eingepflanzten Erinnerungen recht erfolgreich. Soll ich etwas über meine Zeit in Vietnam erzählen? Zuletzt braucht man eine Kommandophrase, um die eingepflanzten Erinnerungen zu triggern. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission. Good morning, Gehirn! Hey, das ist kein Fest, das hier ist der kalte Krieg, Baby. Und er ist schnell, schnörkellos und schon etwas spärlich. Das ist zwar geil, wenn du auf Online-Shooter der alten Schule stehst, aber ziemlich scheiße, wenn du bei einer Frau bist. Egal, entwickelt sich, wie jeder Multiplayer von Call of Duty. Reicht, um mich bei Laune zu halten, reicht noch nicht, um Modern Warfare völlig zu vergessen. Doch Achtung, Newsflash, die Kampagne macht mächtig Eindruck. Mehr Spionage, weniger Dauerfeuer, mehr Klarheit, weniger Schocks. Aber trotzdem over the top, wenn's passt. Etwas mehr Mut und Tiefe in der Story, etwas weniger Pathos oder schiefe Historie im Subtext. Und es wäre eine Solo-Kampagne für die Ewigkeit. Ha, hab ich das gesagt? Hallo, wir schalten live zu Daniel Zeitenende in die Schröckert mit weiteren Überraschungen. Zombies! Seit Call of the Dead hat keine Untotenschlacht so viel Left 4 Dead-Gefühl erzeugt wie die Maschine. Sie ist das faulige, entdeckungsvolle und spaßige Trostpflaster-Gemetzel für einen Multiplayer, der noch kein Highlight ist. Für eine Story, der es etwas an Mut fehlt. Und für einen kalten Krieg, der zu routiniert geführt wird. Gute Nacht und viel Glück. Eben noch im Studio, jetzt schon bei den News. Ich sollte dringend doppeltes Gehalt verlangen. Zwar kein doppeltes Gehalt, dafür aber die doppelte Ladung an Infos gab's diese Woche bei Cyberpunk 2077. Zum letzten Mal vor der Veröffentlichung hat CD Projekt eine weitere Folge von Night City Wire ausgestrahlt. Neben Details zum Soundtrack und ein paar breathtaking Posen von Keanu Reeves im Motion Capture Strampler gab es auch noch Details zu ein paar Bonusinhalten. Wer sein Spiel mit GOG verknüpft, kann beispielsweise auf kosmetische Accessoires im Witcher-Style zugreifen. Noch viel wichtiger als dieser Schnickschnack ist aber, dass wir dank Trailer auch einen Blick auf die grafischen Qualitäten der Xbox Series X und PS5-Version werfen können. Zu guter Letzt durften einige Publikationen schon rund 15 Stunden Cyberpunk 2077 spielen und ihre Eindrücke in Previews teilen. Und nein, wir sind wirklich nicht eingeschnappt, dass wir nicht spielen durften. Wirklich nicht. Arschlich. Auf jeden Fall ist der Grundtenor sehr positiv und die Zeichen stehen gut, dass das ambitionierte Open-World-Rollenspiel dieses Mal auch wirklich am 10. Dezember erscheint. Die Corona-Krise wird die Branche nachhaltig verändern. Als einer der ersten Big Player kündigt Square Enix an, Heimarbeit auch nach Ende der Pandemie für seine Angestellten möglich zu machen. Der japanische Entwickler und Publisher habe per Umfrage festgestellt, dass rund 80% der Belegschaft Homeoffice positiv gegenüber eingestellt ist. Um deshalb flexibles Arbeiten weiterhin zu ermöglichen und die Produktivität sowie die Work-Life-Balance zu steigern, führt das Unternehmen zum Dezember eine konstante Option dafür ein. Als schönen Nebeneffekt sehen die Verantwortlichen, dass man so noch diversere Talente anstellen kann, da ein Vorortsein nicht zwingend nötig ist. Ob diesem Beispiel zukünftig noch weitere Firmen folgen, wird die Zukunft zeigen. Ihr kennt den Ablauf ja mittlerweile. Es ist Zeit für den Ticker. Und was reimt sich darauf? Genau, ihr Lizenz zum Teasen. Hitman Studio IO Interactive kündigt das nächste, nicht ganz so glatzköpfige Projekt mit einem kurzen Video an. Es wird ein neues James-Bond-Spiel, das die Ursprünge des Doppel-Null-Agenten behandelt. Nachgeladen. Lara Croft kehrt im kommenden Jahr zurück. Doch nicht so, wie sich das die meisten Fans wohl erhoffen. Tomb Raider Reloaded wird ein Free-to-Play-Action-Spielchen für Mobilgeräte, dessen Stil dem ersten Teaser nach auf jeden Fall Geschmackssache ist. Online Standalone. Den Multiplayer-Part von Red Dead Redemption 2 gibt es bald auch separat.
Rockstar Games veröffentlicht den am 1. Dezember als eigenständiges Spiel. Zu Beginn zum Einführungspreis von 4,99 €, danach bankraubt euch das Ding 20 € aus dem Geldspeicher. Unsere Eindrücke zum Start des Online-Modus gibt's in der Infokarte. Alter! Kein Kreuzfeuer. Crossfire X, die Xbox-exklusive Umsetzung des in Asien höchst erfolgreichen Multiplayer-Shooters, verspätet sich. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Herausforderungen hat sich der Entwickler dazu entschieden, die Veröffentlichung auf nächstes Jahr zu verschieben. Fortnite im Abo. Ab dem 2. Dezember gibt es den beliebten Multiplayer-Shooter auch im Abo. Wer 11,99 € latzt, erhält dafür den Battle Pass der kompletten Saison, 1000 V-Bucks Ingame-Zaster im Monat und ein exklusives Outfit-Paket. DualSense für Steam. Mit einem Update ist es ab sofort für Benutzer und Benutzerinnen des Beta-Klienten von Steam möglich, den PlayStation 5 Controller zu verwenden. Bald schon soll der aber auch regulär unterstützt werden. Leider können jedoch die adaptiven Trigger von PC-Spielen nicht genutzt werden. Als Rauschmeißer noch eine Hammer-News zum Monster Hunter. Es ist genau das, was sich alle Fans sehnlichst gewünscht haben. Der Monster Hunter-Film von Gurkenkönig Paul W.S. Anderson erhält dank eines Crossovers endlich auch Einzug in Monster Hunter World. Mila Jovovich alias Filmheldin Artemis ist ab 4. Dezember spielbar und bringt auch gleich zwei neue Quests mit sich. Wir haben mal unseren Monster Hunter-Experten Trant um ein kurzes Statement gebeten. Das macht mich ausgesprochen wütend! Damit sich Trant ein bisschen beruhigen kann, lassen wir das jetzt mit den News. Stattdessen wechseln wir von einem Drachen zum anderen. Yakuza Like a Dragon krempelt die Japano-Prüglerei ordentlich um. Was genau und ob das Umkrempeln geglückt ist, verrät euch jetzt Chris. Der Name Kazuma Kiryu gehört zur Yakuza-Reihe wie der feine Zwirn zum Oberhaupt einer japanischen Mafia-Familie. Seit nunmehr 15 Jahren prügelt, futtert und zockt sich der sogenannte Drache von Dojima nun durch die Straßen des fiktiven Kamurocho. Eine lange Zeit, in der Kiryu eine ganze Menge Fans für sich gewonnen hat. Da kommt es natürlich nicht überraschend, dass die Entscheidung, mit Yakuza Like a Dragon einen bislang eher unbekannten Protagonisten in den Mittelpunkt zu rücken, nicht ausschließlich mit Jubelstürmen bedacht wurde. Aber schauen wir doch einfach mal, was der Neue so mitbringt. What did you do to my hair? Eine ziemlich fesche Frisur hat er auf jeden Fall schon mal. Der Zottelkopf heißt übrigens Ichiban Kasuga. Zu Beginn des Spiels ist er ein einfacher Fußsoldat in der Arakawa-Familie, einer Tochterfamilie des großen Tojo-Clans. Und weil Ichiban dem Patriarchen der Familie treu ergeben ist, erweist er seinem Chef einen großen Dienst. Um ein ranghohes Mitglied der Familie zu schützen, nimmt er ein Verbrechen auf sich, das er nicht begangen hat, und wandert dafür in den Knast für ganze 18 Jahre. Da kann man sich schon mal freuen, wenn man wieder auf freiem Fuß ist. I held you up for so long, but I'm out now. I'm finally back. Tja, das ist irgendwie anders gelaufen als geplant. Es wartet nämlich niemand auf den guten Ichiban. Wie der kurze Zeit später feststellen muss, wurde sein Tojo-Clan durch die verfeindete Omi-Familie aus Kamurocho verdrängt. Und weil er natürlich nicht im Gebiet des Feindes bleiben kann, verschlägt es ihn ins Stadtviertel Yokohama. Ohne Geld, ohne Verbündete, ohne Dach überm Kopf. Grund genug für den Zottelkopf herauszufinden, was in den Jahren seiner Abwesenheit genau vorgefallen ist. I want to see Arakawa-san. It's all I thought about in prison. Dann stell dich mal drauf ein, dass das eine Weile dauert. Was wir hier gerade kurz zusammengefasst haben, verschlingt im Spiel nämlich in etwa 5 Stunden. Davon könnt ihr schon ableiten, Yakuza Like a Dragon nimmt sich jede Menge Zeit, seine Geschichte in epischer Breite zu erzählen. Das ist auf der einen Seite cool, weil man eine Menge über die Figuren erfährt und keinerlei Vorwissen braucht, erfordert auf der anderen Seite aber auch eine Menge Ausdauer. Wir würden hier noch nicht von Kojima-artigen Story-Orgien in Spielfilmlänge sprechen. Dass man 45 bis 60 Minuten nichts anderes macht als zuhören, kann aber schon mal vorkommen. Es sei denn, man entscheidet sich dafür, einfach mal was wegzudrücken. Jetzt fühlen wir uns irgendwie schlecht. Trotz einiger Längen haben uns die Geschichte und Ichiban als Figur nämlich gut gefallen. Like a Dragon fühlt sich so an, wie man das von einem Yakuza erwartet. Ein bisschen ernst, ein bisschen dramatisch, ein bisschen witzig und ziemlich durchgeknallt. Aber der Humor war ja schon immer eine Frage des persönlichen Geschmacks. Was ist denn so lustig? Die haben Windeln an. Und pass auf jetzt. Ich kann Waffen kaufen. Im Sexshop. Was im Sexshop? Scharfe Waffen? Oh.
Tja, ist nicht jedermanns Sache, aber das ist man von Yakuza ja gewohnt. Genau wie die Tatsache, dass es abseits der Hauptgeschichte eine ganze Menge Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Ihr könnt in einer Wirtschaftssimulation Unternehmen führen, ins Kino gehen und da versuchen, nicht einzuschlafen, Pfand sammeln und noch vieles, vieles mehr. Nicht alles ist revolutionär, die reine Vielfalt an Optionen ist aber schon wirklich cool. Vieles davon macht ihr natürlich nicht einfach so, sondern um Geld zu verdienen. Geld, das ihr in neue Waffen, Waffenverbesserungen oder andere Ausrüstungsgegenstände stecken könnt. Und das solltet ihr auch. Das Kampfsystem stellt zusammen mit dem Wechsel des Protagonisten nämlich die größte Neuerung an der Yakuza-Formel dar. Das geschärfte Fanauge wird's womöglich schon erkannt haben. In Yakuza Like a Dragon kämpft ihr nicht, wie noch in den Vorgängern, in Echtzeit, sondern rundenbasiert. Grundlegend stehen euch im Laufe der Geschichte bis zu 4 Charaktere zur Auswahl, die in bester JRPG-Tradition einer nach dem anderen zu langen. Entweder mit einem Angriff, mit einer Defensivaktion oder einem Item. Hier stellt sich natürlich die grundlegende Geschmacksfrage. Wer lieber in Echtzeit prügelt, könnte seine Probleme mit dem neuen Kampfsystem haben, ganz unabhängig von der Qualität der Keilereien. Wir finden den frischen Wind nämlich ziemlich cool. Ihr habt's ja gerade gesehen, die Keilereien sind schick inszeniert und auch taktisch gibt es einige Möglichkeiten. Jede Figur kann unterschiedliche Klassen erlernen und dass es in den Kämpfen kleine Reaktionstests gibt, fanden wir auch ganz nett. Um dem neuen Kampfsystem das Krönchen aufzusetzen, wird übrigens nicht nur klassisch gekloppt, sondern auch gezaubert. Wie das ins eigentlich magiefreie Yakuza-Universum passt, fragt ihr euch? Tja, diese Frage hat beim Autorenteam wohl auch für das ein oder andere Problem gesorgt. Aufblende. Tag. Ichiban geht mit seinen Begleitern eine dunkle Gasse entlang. Auf einmal... Was denn jetzt schon wieder? Sehr geehrter Storyschreiber, weil Like a Dragon ein rundenbasiertes Kampfsystem spendiert bekommt, soll es auch Zaubersprüche, Buffs, Debuffs und so weiter geben. Das macht einfach so ja gar keinen Sinn. Überlegt euch also, wie ihr das im Spiel erklärt. Für Fragen steht der Hüter des Kontext wie immer bereit. Och ne, nicht der Hüter. In Yakuza! Dragon Quest. Dragon Quest? Ja, die Antwort lautet tatsächlich Dragon Quest. Weil Ichiban großer Fan der Rollenspielreihe ist und schon immer ein Held sein wollte, stellt er sich einfach vor, dass die Alkoholfahne zum Flammenangriff wird und dass die Augen normaler Gegner bedrohlich rot leuchten. Sind ja Monster. Ist natürlich ziemlich weit hergeholt. Am Ende aber auch nur ein, wie wir finden, ganz charmanter, erzählerischer Kniff. Die Probleme der Kloppereien liegen nämlich an anderer Stelle. Zuallererst wird für unseren Geschmack ein kleines bisschen zu viel gekloppt. Auf dem Weg von Punkt A nach Punkt B stellt euch das Spiel immer wieder zufällig platzierte Gegnertruppen in den Weg. Und weil man denen nicht immer ausweichen kann, kann es schon nerven, wenn zwischen dem Ende von Kampf 1 und dem Anfang von Kampf 2 gefühlte 3 Schritte liegen. In den Kämpfen selbst geht dann ab und an die Übersicht verloren. Zum Beispiel, wenn ihr einen gegnerischen Angriff mit einem gut getimten Tastendruck blocken wollt, die Kamera aber nicht schnell genug zum Ort des Geschehens springt und ihr deshalb gar keine Chance habt zu reagieren. Auch hat uns nicht so richtig gut gefallen, dass es einen permanenten Kontrollverlust gibt. Gegner wandern nämlich, genau wie eure Truppe, KI-gesteuert über das Schlachtfeld. Und weil man natürlich möchte, dass der Flächenangriff möglichst viele Gegner trifft, ist immer ein bisschen Glück im Spiel. Was das Kampfsystem angeht, hat sich im Vergleich zu den direkten Vorgängern also einiges getan. Rein optisch dafür aber wenig bis gar nichts. Der Hauptschauplatz Yokohama ist Yakuza-typisch detailverliebt und belebt.
Es gibt aber auch immer wieder Bereiche, die euch entweder die Füße einschlafen lassen oder aufgrund des ganzen Kantenflimmerns aussehen, wie sich ein eingeschlafener Fuß anfühlt. Naja, dafür sind viele Charaktermodelle wirklich nett anzusehen. Zumindest die der Hauptdarsteller. Die der Nebenfiguren fallen mit ihrer steifen Mimik und hölzernen Animationen schon deutlich ab. Wait, what the hell's with that? Don't argue, Sajan. These guys don't do logic or compassion. Als neuer Protagonist eines Hauptteils steht Ichiban sinnbildlich für Yakuza Like a Dragon. Er ist ein unverbrauchtes Element, das dem bekannten Yakuza-Prinzip frischen Wind einhaucht, ohne dass er alles auf den Kopf stellt. Auch mit vielen Änderungen fühlt sich der neueste Ableger der inzwischen traditionsreichen Reihe nämlich an, wie man es von einem Teil der Yakuza-Reihe erwartet. Weil's ernst und zeitgleich mächtig durchgeknallt, vollgestopft mit Nebenaufgaben und ebenso storyfokussiert ist. Mit Ichiban dürfte so ziemlich jeder Yakuza-Fan seine Freude haben. Beim Kampfsystem entscheidet natürlich vor allem die persönliche Präferenz. Trotz kleinerer Schwächen finden wir aber, dass die Frischzellenkur ziemlich gelungen ist. Da ist es ein bisschen wie mit Ichibans Frisur. Wenn man sich als Fan des Alten einmal drauf eingelassen und daran gewöhnt hat, ist es doch eigentlich ziemlich cool. So, und damit haben wir das Ende der Sendung erreicht. Mir hat's große Freude bereitet, aufgestiegen vom Newsman hier zum Aussichtsmoderator. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen, abonniert den Kanal und viel wichtiger, macht die Glocke an, denn nur dann habt ihr auch die Chance, mal Erster in die Kommentare zu schreiben. Und falls ihr euch für das wichtige, aber vielleicht fast vergessene Thema Uploadfilter interessiert, dann schaut euch das neue Video von die da oben an. Wiederschauen, reingehauen.